Tagchen, ihr Lieben, es geht heute weiter mit den Schützegeborenen. Und als allererstes, ich überlege gerade, wann dieses Video hochgeladen wird, ist egal, wünsche ich euch einen guten Rutsch, bleibt gesund und wenn ihr das Video im Januar anguckt, hoffe ich, dass ihr schön und gesund ins neue Jahr 2022 reingerutscht seid. Es geht um die Legung Schütze und ich werde das so handhaben wie bei allen anderen Handzeichen. Sternzeichen. Das heißt, du kannst für jemanden gucken, das nennt sich dann Crosswatcher. Wenn du wissen willst, wie der Schütze im Januar tickt oder welche Energien da passen könnten, oder Mond, Sonnenzeichen, Aszendent Schütze, alles gerne willkommen. Auch hier immer wieder für die Leute, die denken, dass es dann, wenn es nicht passt, gesponnen ist oder so. Ich bin kein Zauberer, ich bin keine Wahrsagerin, habe keine Glaskugel. Das sind einfach nur Energien, so, ich beschreibe es auch hier, wenn man ein Lied hört, wo man sich denkt, oh, fühle ich den Text, fühle ich die Melodie, fühle ich, dann hört man weiter, dann empfängt man irgendwas, wo man sich denkt, so, oh ja, entweder tanze ich oder fange an nachzudenken oder werde sentimental. Und wenn hier die Legung gar nicht auf euch zutrifft oder auf dich zutrifft, dann bitte einfach ausschalten und eventuell in einer der nächsten Videos reingucken oder im Februar dann. Es kann nicht auf alle zutreffen, ne? Weil ich denke, dass ihr nicht jedes Video anklicken werdet, sage ich ja auch. Wenn ich irgendwo Schmerzen habe, dann werden nicht alle Zuschauer, die auf mein Video gucken, genau die gleichen Schmerzen haben, sondern eventuell 2 Monate später, dass die Situation dann zutrifft, ne? Dass man dann so sagt, so, ach Mensch, ich auch, zufälligerweise, ne? Aber die Energie ist jetzt wirklich nur das, was ich jetzt hier empfinde, lege, deute, was mir in den Kopf kommt, konzentriere mich auch. Ist jetzt nicht so, dass ich nur die Karten ablese, sondern instinktiv einfach. Ne? Und wenn man sowieso keinen Draht zusammenfindet, dann werdet ihr wahrscheinlich genug andere Kartenlegerinnen. Das klingt auch immer so fremd für mich, Kartenleger. Ich nenne es Bewusstseinserweiterung, euch ein bisschen helfen, dahin zu kommen, wo man vielleicht sonst nicht hindenkt. Und ja, auf gar keinen Fall irgendwie manipulieren oder eine Situation runterspielen, lächerlich machen, wie auch immer. Bleibt einfach dran, wenn ihr sagt, oh ja, könnte passen oder passt gerade, dann höre ich mir das weiter an. Vielleicht zieht ihr daraus ein paar Tipps raus und wenn nicht, dann einfach ausschalten. So, ich nehme gerne die Engel-Tarot-Karten, alle Karten, ich spare mir die Namen immer zu sagen, sind unten in der Infobox verlinkt mit ISBN-Nummer. Und zusätzlich kommt dann noch das mystische Tarot von Katrin Weltstein, was ich mir neu zugelegt habe, was ich so toll fand. Und dann hoffe ich, sieht hier schon aus wie so eine Galerie, dann hoffe ich echt, dass das mal langsam hier reicht. Aber ich konnte mich nicht entscheiden. Für dich, lieber Schütze, wird das Problem im Januar gelöst oder du steckst gerade in der Energie, dass du das Gefühl hast, ein Problem zu lösen oder es wurde ein Problem schon gelöst, ja? Also jetzt nicht verallgemeinern, aber für dich ist dieses Energie-Feen-Orakel einfach als ja, Zusatz-Mithilfe-Problem gelöst. Ich halte es mal noch ein bisschen näher ran. Auch ihr könnt mir gerne reinschreiben, wenn ihr lieber die Sicht auf die Karten haben wollt, statt mein Gesicht zu sehen dabei. Ich weiß, das ist immer unterschiedlich. Ein anderer will immer unterhalten werden durch eine Person, die spricht, die man sieht. Und ich finde es aber auch umgekehrt beruhigend, wenn ich nur die Karten sehe und Hände. Also wenn ihr da irgendwie Vorschläge habt, dann könnt ihr das gerne sagen, wenn ihr euch mehr konzentrieren wollt, auf den Tisch mitzugucken. Aber ich werde euch nichts vorenthalten, werde euch die Karten auch immer reinzeigen. Ansonsten schreibt mir einfach die Kritik rein. Wenn ich eine Umfrage mache, dann braucht ihr da keine Angst haben, dass ich irgendwie dann sage, hey, ihr Meckerfritzen? Nein, es soll für euch ja angenehm wie möglich sein. So, lieber Schütze, was wird dich Januar begleiten oder begleitet dich gerade jetzt, weil ich ja Ende Dezember am 29. jetzt hier noch lege und die Karten dann vor dem neuen Jahr unbedingt hochladen möchte? Was ich hier aber nicht auf Krampf mache, sondern ich habe einfach jetzt gerade abends immer so Energieschübe. Ich könnte nicht jeden Tag legen, sage ich auch. Aber wenn ich schon den ganzen Tag so merke, mich packt die Lust, dann, und es hält auch wirklich bis abends an, dann ja, nutze ich die
innere Ruhe, wenn ich selbst so innerlich ruhig bin, ne? So, Januar. Problem gelöst war Engel. Und hier ist der Teufel und Ritter der Stäbe rausgefallen. Also scheint ein Problem zu geben. Was auch so ein Teufelskreis beinhaltet bei dir. Ritter der Stäbe ist ja auch immer jemand, der manchmal sehr unkontrolliert an die Sachen rangeht und sich dadurch oft überschlägt, ne? Also es ist auf keinen Fall eine Stillstandkarte. Du als Schütze, das ist hier nicht dein Gegenüber, sondern du bist hier gemeint. Ich lege deine Legung, was dich gerade betrifft oder was in deinem Kopf vorgeht. Auf jeden Fall steckst du irgendwie in so einem Teufelskreis. Das ist rausgefallen in deiner Ebene. Kann natürlich auch viel mit Gefangenschaft zu tun haben, dass du von irgendjemandem abhängig bist oder auch umgekehrt jemand abhängig von dir. Dann haben wir hier diesen übereifrigen Ritter der Stäbe, der natürlich dafür steht, dass schnell Bewegung drin ist, ne? Ich überlege jetzt nur, dieses Problem gelöst. Mir fällt die ganze Zeit diese Schlange ins Auge, die diese Feder um diese Schultern trägt, aber die tut ja nichts. Also es scheint sich auf jeden Fall eine Entwicklung darzustellen, die gelöst wird. Die Schlange, die ist ja wirklich um ihre Schultern, weder um den Hals, noch schnürt sie da sonst noch was ab. Im Gegenteil, sie hat die Schlange, die ja auch verteufelt ist im Tarot. Also in Anführungsstrichen, Schlange muss nicht immer verteufelt sein. Aber auf jeden Fall deutet sie ja immer auf eine schwierige Aufgabe hin und sie hantiert ja damit auch sehr handzahm. Und dann haben wir hier die Herrscherin, das auf jeden Fall etwas vollendet wird, vollbracht wird. Und das würde ich sagen, schaffst du ganz gut im Januar. Hier ist irgendwas, was überwunden werden muss. Jetzt muss ich natürlich erstmal noch auf den Teufel rauflegen, um was es geht. Also Ritter der Stäbe, entweder hast du irgendwo voreilig gehandelt oder zu viel. Und musstest merken, uppala, jetzt muss ich zurückrudern oder du hast dich selbst irgendwie übernommen in deiner Aktion und dabei ist irgendwas zustande gekommen. Und das möchte ich jetzt hier gerne lösen. Was für ein Problem muss im Januar bei dir gelöst werden? Auf jeden Fall sagst du dir so nicht. Also du lässt dich nicht einlullen, einfangen, weil dafür Problem gelöst und Herrscherin, die Macht, die bringt alles ins Gleichgewicht. Okay, hier geht es auch um eine Transformation, beziehungsweise muss jetzt nicht eine komplette Veränderung bei dir sein, aber in der Teufelsverbindung bist du auf jeden Fall ganz klar in dir und sagst, so geht es nicht weiter, das lässt du nicht zu. Da kracht auf jeden Fall was ein oder es kam schon zur Bombe, wo du jetzt gerade mit zu tun hast im Januar und dir selber sagst, okay, Problem gelöst, wird eventuell auch emotional ein bisschen härter. Noch habe ich hier keine wirkliche Gefühlslage, aber es geht um eine Sache, die du wirklich aus dem Weg haben wolltest, wenn nicht schon geschehen, oder aus dem Weg haben möchtest. So, ich lege mal auf den Turm. Um welches Problem oder was du da gelöst haben willst, was da so verteufelt, annähernd. Das sind zu viel. Das waren 5 Karten. Was dir da so den Hut weghaut oder was du selber aus dem Weg stößt. Also das Problem wird ganz klar radikal von dir entfernt. Ohne, also du bist wirklich sehr forsch an irgendeine Sache rangegangen
um das Problem komplett von dir zu halten und mit einer Wucht, wo du dich aufgeopfert hast. Wir haben hier nur in der Stäbe. Also du bist auf jeden Fall sehr viel in Aktion gegangen. Auch mit Ritter der Stäbe in Verbindung, die Kraft, die du hier eingesetzt hast. Sehr schlau gewählt in Kombination von diesem Kartendeck. Eventuell kam es zu einem Bruch, der wirklich sehr radikal stattfand. Wo du dir selber sagst, hätte ich vielleicht auch ein bisschen charmanter machen können. Dass du als Ritter einfach vorgeprescht bist und ja, Hauptsache so nach dem Motto Problem lösen, gelöst und einfach weghauen, wegknallen. So sieht es mir hier aus. Und du bist felsenfest der Überzeugung, dass das gemacht werden muss, wenn es nicht schon passiert ist. Also du hast hier irgendwas aus dem Weg geräumt, wie sich das anhört, oder hast vor, etwas eisern wegzuräumen. Aber auch hier, da hast du schon sehr viel Kraft investiert, da aufpassen, dass du dich nicht überkräftest oder entkräftest, denn du schottest dich ja da von jeglicher äußeren Hilfe ab. Ui, die hat es aber auch Schlag auf Schlag drauf. Und hier haben wir die 9 der Schwerter. Ja, dich belastet oder dich hat etwas belastet, wo du natürlich wirklich jetzt kopflastig sehr stark dabei bist. Auch hier wieder ganz gut in deinem Kartenbild zu sehen, der Teufel, den du hier loswerden möchtest, guckt sogar durch dein Fenster in dieser Legung. 9 der Schwerter, das heißt, sich hat oder beschäftigt gerade irgendeine Situation, die dir wirklich teuflisch vorkommt, die einfach weg muss. Du bist in diesem, muss weg. Auch die Energie von den Elfen, Feen, Orakel. Du bist der felsenfesten Überzeugung, dass du das auch als Ritter der Stäbe mit deiner Entschlossenheit einfach aus dem Weg haben möchtest. Ob im Januar oder Februar, aber im Januar definitiv fängt es an, wenn du nicht schon angefangen hast. Und das zeigen dir auch hier die 3 der Stäbe. Das heißt, du bist schon entschlossen, du hast einen Weg gefunden. Du stehst jetzt nicht mehr im Zwiespalt mit dir, welchen Weg du gehen sollst. Du hast einen Weg für dich gefunden. Du bist jetzt aber gerade noch so in der Phase, wo du dich jetzt erstmal erholen musst und langsam deinen Weg, den du durchziehen möchtest und auch durchziehst, in Angriff nimmst. Ne? Also du bist schon, du siehst dich selbst noch am Land und guckst aber schon in Richtung Zukunft. Du weißt, wo du hin möchtest, dauert jetzt natürlich aber auch ein bisschen. Ne? Ob jetzt die Partnerschaft verteufelt war, oder ob du radikal durch diesen Jahreswechsel auch für dich, manchmal kriegt man ja so einen Input, ne, dass es alles neu anfängt. Bei manchen klappt das, bei manchen, Entschuldigung, holt einen die Realität oftmals wieder ein, wenn man sich so Vorsätze nimmt, die halten vielleicht 2 Tage. Aber du bist hier sehr standhaft und hast dir irgendwas durchgezogen oder siehst auch dadurch, dass es dich wirklich komplett beschäftigt hat, dass du von diesen Sachen auch geträumt hast und die verarbeiten musstest, dass es besser ist, die wegzuhauen, wie der Turm darstellte. Ne? Ich lege mal auf die Herrscherin, was du da im Januar oder nach was du eigentlich die ganze Zeit, die Herrscherin hier, was für dich fruchten soll, was damit gelöst wird, wenn du diese teuflische Verbindung einfach mal kappst. Okay, mit 7 der Schwerter, das ist auch so eine hinterlistige Karte, wo du selber mit dir kämpfst, ja, also die steht wirklich, du warst sehr lange selbst mit dir im Kampf und ja, wahrscheinlich, weil so viel passiert ist, hast du schon gar nicht mehr richtig von falsch unterscheiden können, hast du noch eine Abwehrposition gehabt, hast dich sehr doll gegen gewisse Sachen instinktiv Richtung Beziehung oder familiäre Bindung oder freundschaftliche Bindung gewährt, weil du in so einem Teufelskreis hier drin gesteckt hast, wo du selber schon in Mitleidenschaft gezogen wurdest und
der ging es da selber schon nicht mehr gut, ne? Warum ist hier der Hierophant oben? Das bedeutet in dich gehen. Ich habe hier irgendwie so ein Gefühl, dass du dich selbst durch eine Situation in große Scheiße gebracht hast. Um es mal auszusprechen, warum soll ich sanft darstellen? Bei dem Ritter der Stäbe habe ich das Gefühl, dass du komplett durch die ganze verteufelte Situation dich selbst in Gefahr, in Überschlag gebracht hast und irgendwo mitgezogen bist, obwohl du es gar nicht wolltest. Du hast da irgendwas aus Liebe, Empathie mitgemacht, wo du gemerkt hast, so, nee, möchtest du nicht. Du willst wieder da ankommen, in deine Ruhe heilen lassen, was hochziehen beim Gedeihen zugucken auf das, was du stolz sein kannst, wo man dir vertraut, ne? Und ja, ich habe das innere Gefühl, was mir sagt, du hast irgendwo, dachtest du hilfst, aber du hast irgendwas selbst zerstört. Du bist blind geworden und hängst selber mittendrin, so ungefähr. Und wir haben hier Ast der Schwerter. Das ist ganz gut für dich. Deute ich das, dass du wirklich sehr viel drüber sprechen wirst im Januar, eventuell auch mit demjenigen, der es betrifft, über die Situation, oder du sprichst auch über die Situation, die vielleicht andere noch nicht wissen, und nimmst dir jetzt so den Mut, jetzt mache ich es, jetzt sollen alle Bescheid wissen, was da vorgefallen ist, warum es so war. Du wirst kommunikativ alles angehen und auch weise und klug kommunizieren, ja, so dass man dich auch versteht in dem Ganzen. Und ich werde jetzt mal deinen oder die Person, die da involviert ist in diesem Teufelskreis, du wirst dich ja nicht selbst, also klar, man fängt sich selbst, du bist auch im Teufelskreis gefangen, die Ursache kennst nur du, aber für dich ist ganz stark im Januar die Thematik Problem lösen, Problem gelöst, ne? So, ich lege mal jetzt auf Problem gelöst. Ja, eine Karte, wenn sie rausfällt, was denn so genagt hat? Was war da dieses Problem einfach, was gelöst werden musste oder gelöst werden muss? Mit was warst du gefangen? Oder auch dein Gegenüber? Vielleicht war es auch zu toxisch alles, dass du aus Liebe einfach Sachen gemacht hast, wo du schon selbst dich betrogen hast als Person, weil du da Grenzen überschritten hast, die du niemals überschreiten wolltest. Und hast es ja jetzt im Januar oder wirst es im Januar jetzt diesen neuen Zyklus merken, dass du dich selbst heilst. Mit viel Kommunikation nicht alles mit dir selbst ausmachen. Auf Problem gelöst fällt hier nichts, außer mir gleich die ganzen Karten. Nö, dann lassen wir das. Dann nehme ich den Stapel von den Liebeskarten. Mal gucken, ob da irgendwas raus möchte. Wenn da jetzt nichts. Die Liebenden, also auf jeden Fall ist die Thematik Liebes, steht auch nicht immer für das Liebespaar Mann-Frau oder Frau-Frau Mann-Mann, sondern kann auch Mutter, Vater, Kind, Tante, Kumpel etc. sein. Aber Problem gelöst ist auf jeden Fall eine emotionale Bindung in Sachen Liebe oder eben. Egal welche emotionale Bindung, ja. Das hat auf jeden Fall was damit zu tun, so wie ich es auch gedacht habe. Also jetzt hier nichts Finanzielles oder so. Problem gelöst. Also du scheinst hier gut auf deinem Weg zu sein. Sieht mir jetzt nicht aus, als ob du hier todtraurig bist. Im Gegenteil, da ist hier eine Befreiung einfach
vorhanden, weil du hier wirklich sehr schön agierst mit Ass der Schwerter, Herrscherin, Ass der Schwerter in späterer Legung dann bevor, oder vorher hattest du ja 9 der Schwerter, sehr starke Kommunikationsprobleme und auch Gedankenschübe, dann 9 der Stäbe hattest du ja auch, wo du dich selbst im Teufelskreis gefangen hast und jetzt ist es für dich, glaube ich, du bist da angekommen, um zu sagen, du, ohne dich geht es mir einfach wahrscheinlich viel, viel besser. Du hast ja dann auch deinen Weg schon im Kopf. Ja, Schütze, was ist denn hier los? Wenn nichts springt, dann mische ich einfach instinktiv und sag dann zu mir selber Stopp. Ja, dann sage ich hier Stopp, weil es gehakt hat. Und nehme die Unterseite, die wahre Liebe, Problem gelöst. Ja, eventuell findet ihr sogar noch zusammen, dadurch, dass du diesen ganzen Bruch oder für dich selber jetzt eine Grenze gezogen hast, dass du mit Problem gelöst in dieser Legung einfach die Anerkennung zurückbekommst, ob es sich wirklich um die wahre Liebe handelt. Weil das ist ja wirklich ein Liebesproblem die ganze Zeit. Dieses Problem gelöst wird wahrscheinlich jemand sein, der auf dich zurückkommt, der das ganze Problem mit dir durchgemacht hat und der vielleicht einknicken wird, an dem du erkennst, dass es wirklich oder dass du seine wahre Liebe warst. Aber du hast für dich hier gesagt, den Schritt machst du jetzt oder muss ich für mich machen, sonst haben wir uns hier ewig gefangen. Und das gehört ja auch eigentlich zu einer wahren Liebe dazu. Ne? Wenn man wirklich liebt, dann möchte man ja auch seinem Gegenüber das Glück gönnen. Oder auch, ja, man sagt immer, man will das Schlechte, weil man ein verletztes Ego dann hat. Aber die wahre Liebe deutet hier schon so Seelenpartnerschaft an, auch mit dem Teufelskreis, dass du dich einfach befreien musstest, um ihn gleichzeitig oder sie gleichzeitig mit zu befreien. Das nennt man auch wahre Liebe. Dass einer für den anderen auch mitdenkt und merkt, du, wir sind beide nicht ganz gesund in der Konstellation. Und gerade bei Seelenpartnerschaften, das klingt immer so toll, so wow, Deckel und Eimer. Seelenpartnerschaften ist eigentlich wirklich sehr quälend, weil man eben alles spürt, weil man die Schmerzen fühlt, weil man weiß, was der andere tut und macht und fühlt, welche Emotionen. Also eine Seelenpartnerschaft ist schon nicht ohne, wenn sie auch vertraut schön ist, aber das kann schon sich sehr schmerzhaft anfühlen. Und für dich hast du hier einfach entschieden, dadurch, dass es für dich eventuell auch die wahre Liebe war, egal wie jetzt, du musst für dich hier ein Problem lösen. Und das Problem wirst du lösen, weil du ja mit 3 der Stäbe wahrscheinlich schon sehr viel aufgearbeitet hast in deinem Kopf. Du musst es jetzt nur noch umsetzen. Ne? Das ist hier ziemlich langsam alles. Dich quälen noch diese ganzen Gedankenzüge, aber mit Ass der Schwerter bist du schon mal wirklich am höchsten Punkt, dass du über den Schmerz reden kannst. Also du startest wirklich komplett in dieses, das, was du vorher gar nicht gemacht hast oder dich nicht getraut hast, machst du jetzt. Eventuell auch deinem Gegenüber, ob verlassen oder immer noch an deiner Seite. Du nimmst den Mut und wirst da mal Tacheles sprechen, was egal in welcher Art und Weise auch gut tut. Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, was mit eurer Energie los ist, ihr lieben Schützen. Wenig. Engelchen, Problem gelöst. Es geht um das Liebesthema, um die wirkliche wahre Liebe. Teufelskreis, Seelenpartnerschaft nehme ich ganz stark wahr. Und du bist jetzt als Schütze in der Position, der da
sehr vieles verarbeitet hat, mental, sehr viele Schwerter, ne? Und du befreist dich aus dem Teufelskreis. So, dann probierst du mit diesen Karten nochmal. Was war denn der Teufelskreis bei der Person, die es betrifft? Warum ihr oder du und da ihr so gelitten hast? Natürlich auch, kann auf ein Familienmitglied passen, auf einen Chef, auf einen Kumpel, Partner. Wahre Liebe könnte man dann auch auf wirklich diese wahre andere Liebe, also nicht sexuell oder attraktiv, sondern es ist schon diese Herzebene, das, was es hier trifft. Schützen, ich weiß nicht, was los ist. Problem gelöst. Also ich würde lachen jetzt, wirklich. Ich habe das Gefühl, als ob so... soll nichts kommen, so nach dem Motto, ey, lass mich bloß mit dem in Ruhe, ich will jetzt alles verarbeiten, ich will auch von dem gar nichts mehr wissen. So habe ich das Gefühl, wenn ich mische, dass hier gar nichts rauskommt. Sonst springen ja relativ schnell die Karten, aber als ob so hier so ein Impuls kommt, der Teufel, der guckt mich ja auch noch an, auf dem Tisch die ganze Zeit, voll angenehm, dass man hier nicht möchte, dass drüber geredet wird, um dich wahrscheinlich nicht wieder daran zu erinnern, zu triggern, da zurückzuholen. Aber auch hier, du hast ja deinen inneren Kampf mit 7 der Schwerter jetzt wirklich beendet. Und bist ja auch die Stärke in Person. So, ich probiere es jetzt nochmal, die Teufeleigenschaft. Was war so toxisch bei euch beiden? Okay, die wollte raus. Ass der Stäbe. Ja, da wurde zu viel. Da war zu viel Action, zu viel Aktion, was sich nicht zur Ruhe kommen lassen hat. Da ist man sehr forsch mit dir umgegangen. Und dein Gegenüber hat in Sachen wahrscheinlich agiert, wo du den Kopf geschüttelt hast und vielleicht genau wusstest, was passiert. Hast ihn vielleicht auch sehr oft in Schutz genommen, um ihn zu schützen, weil das ist ja hier die wahre Liebe, in welche Richtung auch immer. Und du hast dir dadurch selber sehr viel verspielt, ne? Und das musst du natürlich auch deinem Gegenüber klar machen oder wirst es verarbeiten. So, 7 der Kelche. Ja, es ging also wirklich darum, dass jemand nicht genug bekommen hat. Da war irgendwann mal ein Punkt, wo 7 der Kelche, habe ich euch gesagt, dein oder die Person, mit der es zu tun hat, war so ein Nimmersatz, hat nicht genug bekommen. Du konntest, wir lassen jetzt mal Materielles und Herzebene und so verallgemeinert, da hat jemand nicht genug bekommen, was du gegeben hast, obwohl du wirklich gegeben hast. Und Ass der Stäbe passt dann auch mit 7 der Kelche ganz gut, dass nur noch gegriffen wurde, also sehr schon fast diebisch gefordert, ein Teufelskreis verlangt, könnte man vielleicht auch noch hinzunehmen. Das war von der anderen Seite wahrscheinlich auch nichts Bedingungsloses, dass du öfter mal was zurückbekommen hast, sondern es wurde immer nur verlangt und hier wurde immer nur in Aktion genommen und wirklich alles, was da war. An Kräften, an Liebe, an Materiellem, an Gefühle, an Hilfe ausgenutzt. Nehmen wir das Wort, du wurdest eine Zeit lang wirklich sehr ausgenutzt und hast einfach auch in diesem Teufelskreis, dadurch, dass hier Seelenverwandtschaft existiert, da nicht mehr den Überblick gehabt und hast für dich irgendwann gedacht, das ist normal, machst du gerne, weil du ja liebst und hast irgendwann so einen inneren Konflikt mit dir geführt, mit 7 der Stäbe, dass du dich selber nur noch gewährt hast, aber in so einer Aktion, wo du das Sprechen verloren hast. Ne? Du hättest vielleicht ein bisschen früher reden müssen, aber hätte Fahrradkette. Dafür bist du ja hier als Herrscherin und Ass der Schwerter, also im Januar definitiv wirst du deine Kommunikation finden, ob mit dem Gegenüber oder mit anderen Leuten zur Verarbeitung. Dafür hast du dich aber schon entschieden, dass du mit dieser Karte hier, du hast dich schon entschieden, du stehst nicht mehr zwischen zwei Stäben. Du wirst es durchziehen, du wirst es fruchten lassen. Nach langer Zeit endlich mal wieder hast du hier
die Zügel in der Hand und sagst dir, nein, das, was ich sehe, ernte ich auch. Sonst war es immer umgekehrt und du hast deine Ernte abgegeben und wirst jetzt hier auch über dieses Thema sehr kommunikativ deine ganzen Sachen verarbeiten. Eventuell impulsmäßig einfach auch vielleicht Richtung Therapie. Ich will es nicht jetzt hier beschwören, ja, aber so kommt es einfach auch rein, weil diese Wichtigkeit mit diesem Teufelskreis in Verbindung wirst du da schon relativ lange und sehr schwer drunter gelitten haben oder du hast das Gefühl, dass du alleine nicht mehr einfach vorwärts kommst, damit du in dem Zustand hier nicht hängen bleibst bei neun der Schwerter, ja. Da ist es ganz wichtig, dass du jetzt anfängst, den Mund aufzumachen, alles aufzuarbeiten und wirklich kommunikativ loslegst, damit du dir das von der Seele sprichst und nicht einfach hier so radikal Rambazamba dein Problem löst, sondern auch alles verarbeitest. So. Sieht aber gut aus für dich im Januar. Die ersten Schritte hast du für dich im Kopf, die werden auch gemacht. Sonderlich leicht würde ich lügen nach dem Kartenbild hier, aber die Feen, Problem gelöst. Wenn du sprichst, oftmals lösen sich die Probleme alleine, wenn man spricht. Es kann auch sein, dass du nie wirklich kommunikativ warst und sehr viel mit dir machen lassen hast als gute Seele, liebe Seele. Und ja, im Januar dein Ich aufarbeiten, anfangen zu sprechen. Auch du hast ein Recht mitzuteilen, ab welchen Stellen es dir nicht mehr gut geht, was du mit dir machen lässt, wo deine Grenzen sind. Und da glaube ich, bist du jetzt im Januar sehr stark fokussiert drauf. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf diese recht explodierende Kartenlegung hier. Da passiert ja wirklich einiges mit Turm und ja, Teufel. Würde ich einfach mal gucken, ob mir jetzt so mal zum Abschluss eine Grußkarte einfach entgegenfällt für eine weitere Energie, womit sich das Ganze ein bisschen leichter regeln lässt. Schön. Sollte es jetzt für dich zutreffen, dass es ein Thema war, wo du Enttäuschung von deinen Freunden, innigsten Freunden erlebt hast, dann kann es das natürlich auch sein. Ich habe ja gesagt, eine Herzens- oder eine Bindung auf Herzebene, das musst du natürlich wissen, inwieweit dich jemand da benutzt hat und das Problem gelöst. Selbst wenn du dich von einer Partnerschaft getrennt hast oder vorhast zu trennen, werden dir dabei definitiv auch neue Freunde helfen, das Ganze zu überstehen. Oder auch dieses kommunikative Ast der Schwerter nicht vergessen. Ne? Immer seine Sachen, die man im Inneren hat, mitteilen, wenn sie natürlich für andere bestimmt sind. Man muss ja nicht, Entschuldigung, muss ja nicht komplett sein Buch offenbaren, aber ja, deine Grenze ist da, wo deine Grenze eben ist. Ne? Da hat der andere nichts zu sagen. Ja, hätte ich ihm nicht erzählt, weil kannst du dem vertrauen. Mach es einfach so. Sieh nichts als Fehler an, selbst wenn man es missbraucht, lernst du daraus. Du kanntest den Menschen aus deinem Leben und dann ist gut. Dann ist es so. Daran erkennt man ja auch sehr schnell, wem man vertrauen kann und wem nicht. Und ja, in diesem Sinne, im Januar Problem gelöst, beziehungsweise im Januar fängt an, dass die Komplikation von deinem hinterlistigen Teufelskreis hier mit Gutmütigkeit ein Ende hat, weil du anfängst zu sprechen. Danke dir, lieber Schütze. Ich wünsche dir ein ganz, ganz schönes Jahr 2022 natürlich und würde mich freuen, wenn du natürlich damit in Resonanz gehen konntest oder einfach im Februar einschaltest oder bei irgendeiner neuen Legung. Ich weiß nicht wie, kommt immer instinktiv oder intuitiv bei mir auch hoch. Deswegen kann ich da keine Pläne machen, weil ich mich nicht so streng an den Tisch setzen möchte und lieber gerne was aus Impulsen mache, damit es Spaß macht. Danke. Bleib gesund. Bis bald vielleicht. Ciao, ciao.